Hallihallo und herzlich willkommen zu Air Memories of Old. Und wir haben in der letzten Folge die Höhle der Harmonie geöffnet und die Glocken zum Läuten gebracht und das Eis zum Bersten. Und jetzt wollen wir gucken, was das für eine riesige Erinnerung ist, die hier abgespeichert wurde. Ach, als Schlüssel sogar. Okay. Schön. Das heißt, genau, wir können uns dann quasi in den letzten, in den letzten Tempel bewegen. Und da ist auch unser Fuchsfreund. Ich habe es eben schon so reinwehen sehen. Ich dachte, oh, jetzt kommt dein Geist. Was für ein wunderschönes Spiel. Hi. Meine Freundin, die kleine Wanderin, hat ihren Weg in den hohen Norden gefunden. Ist dir nicht kalt? Sogar mich friert es durch meinen Pelz. Vielleicht liegt es ja an der Heißblütigkeit der Menschen. Nun ja, zumindest ist es dir gelungen, der Luft hier drin einen Schimmer zu verleihen. So wie die Sterne auf dem Dach der Welt, dort wo die Luft frisch und rein ist und alle Stürme ruhen. Ein Schlüssel im Eis, um das Eis zu brechen. Geh nach Westen, dann nach Norden, aber erfriere nicht, so wie schon so viele Wesen vor dir. Aufnahme läuft gut. Ich mag dieses Design von dem Fuchs. Kurz anders hinsetzen. Genau. Dreh dich einmal. Wir gucken noch ein letztes Mal in die Höhle der Harmonie. Wunderschön. Darf ich auf deinem Rücken reiten? Nein. Na gut. Dann gehen wir mal und erforschen weiter die Gegend. Ich möchte versuchen, so viel wie möglich irgendwie mitzubekommen. Auch wenn ich nicht unbedingt alles zusammensetzen kann. Eine kleine Sekunde, muss einen kurzen Schluck trinken. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Ich mag diese kleinen Details. So, also wir waren hier. Okay. Dann würde ich sagen, fliegen wir einmal nach da drüben. Und versuchen nicht alle möglichen Inseln doppelt abzufliegen. Ich gebe mir Mühe, mich zu erinnern. So. Ich habe, glaube ich, da gerade Erinnerungen schimmern sehen. Da fliegen wir auf jeden Fall mal hin. Oh. Zack. Da erinnere ich mich gerade nicht dran. Oh, der hat irgendwas abgekriegt. Die rennen weg. Und der hält ein Seil. Okay. Sieht, der Gottkönig braucht mehr Stein für seine mechanischen Monstren. Wenn er nicht gehorcht, werden Köpfe rollen. Ah, okay. Dann haben sie nichts abgekriegt, dann waren sie alle am Seil ziehen. Der König war wohl doch schon kein ganz so netter, würde ich jetzt mal behaupten. Mehr Stein für seine mechanischen Monster. Das heißt, sie sind zwar mechanisch, aber auch Stein gebaut. Das ist irgendwie interessant. Ah ja, und hier ist unser Spawnpunkt vom Anfang. Okay. Da drüben waren wir gerade eben. Hier oben war auch nichts weiter, ne? Nee.
diverse Windtunnel. Für Schnellreisen. Ich vermute mal, dass hier irgendwo dann auch der Tempel anfangen wird. Genau da hinten. Was haben wir hier? Ich glaube, auf der Insel waren wir noch nicht. Der heulende Gipfel. Nee, ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Dann laufen wir mal den heulenden Gipfel ab. Sind von hier drüben. Ich kann leider die Maus hier drauf nicht bewegen. Wir sind von da drüben gekommen. Also dürfte diese Insel hier eigentlich noch nicht belaufen worden sein. Und dann können wir uns dann in den zweiten Teil der Karte bewegen. Ich finde es hier tatsächlich sehr viel schwieriger, mich zu orientieren, dadurch, dass es so düster ist, als in den vorangegangenen Karten. Aber hier gibt es bestimmt, wie gesagt, auch noch Sachen zu entdecken. Und die würde ich dann auch gerne entdecken. Dass jetzt die kleinen Inseln nicht versucht habe anzufliegen, liegt einfach nur daran, dass ich da nichts drauf gesehen habe, gerade beim Vorbeifliegen. Die Erinnerungen sind ja relativ gut zu erkennen. Da oben auf dem Gipfel war auch nichts. Nee, hier oben. Auf dem Plateau ist zumindest nichts. Wir können die Eisklumpen hier auch nicht wegtauen mit der Lampe. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn das ginge. Okay, dann gehen wir runter. Ich finde es halt immer schade, wenn man sich die Sachen auch nicht angucken möchte, die die Entwickler sich hier ausgedacht hat. Das ist ein ganz einfacher Grunde. Da steckt eine ganze Menge Arbeit. Eine ganze Menge Arbeit drin. Ne? Und Gedankenprozesse. Und da freut man sich, wenn man derjenige ist, der es erschaffen hat, wenn jemand sich die Zeit nimmt, das zu wertschätzen. So, okay. Das sieht doch schon interessanter aus. Die Höhle hier nehmen wir uns zuletzt vor. Oder? Wer kümmert sich um diese... wer kümmert sich um diese Lichter? Ob jemand in dieser Höhle Unterschlupf gefunden hat? Erinnere ich mich gerade nicht dran. Das heißt, wir waren hier noch nicht. Das ist nicht aus Versehen schon wieder der Riss... Dementsprechend laufe ich jetzt hier nochmal rum. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Tafel oder eine versteckte Statue oder sowas. Ich glaube, wir sind, was den Stand der Tafeln angeht, ziemlich gut dabei. Also wäre schade, wenn ich jetzt mir irgendwas entgehen lassen würde. Ich weiß nicht, vielleicht, was denkt ihr denn, was hier so passiert ist und ob wir in der realen Welt sind oder ob das hier eine Traumwelt ist? Losgelöst jetzt natürlich von echter Realwelt, sondern eben innerhalb dieses Spieluniversums, dass hier die reale Welt ist oder eine fiktive Welt, um die Menschen, die vor einer Naturkatastrophe, danke für das Wort, Naturkatastrophe gestanden haben, erschaffen worden ist von den Geistern, Göttern, was auch immer. Ich möchte da hoch. Danke.
Ich meine, wir haben ja schon einen Teil der Traumwelt zerfallen sehen. Und auch die alten Wächter gehen ja. Das ist noch ein bisschen so... Meh. Und die Chimären sind... Die Chimären... Die auch böse Wesen gewesen, die wir gesehen haben, sind diese Statuen tatsächlich sowas wie Golem, die vom König erweckt worden sind, neben diesen Hubschrauber-Dingern da? Oder waren das quasi die technischen Vorlagen, die er benutzt hat? Das ist so Fragen, wo ich mir denke, wie? Was denn? Erzählt mir das doch mal. Hier muss doch irgendwo noch eine Erinnerung sein, die mir genau das erklärt. Oder eine Schriftrolle, irgendwas in der Art. Und ich vermute, dass das dann auch der Fall ist, dass hier irgendwo noch die Antwort auf alle Fragen rumliegt. Und nein, sie ist nicht 42. Ah, hier ist der funkelnde See, den wir gerade eben noch von oben gesehen haben. Mit flüssigem Wasser, das heißt, es ist eine heiße Quelle. Es ist kälter geworden, aber die Quellen sind warm. Sind so warm wie eh und je. Das heißt, irgendwas hält das Ganze hier warm und am Leben. Wenn das mal nicht der Bärengeist gewesen ist, der vielleicht jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr da ist. Und wo hatte ich dieses Walskelett gefunden? Ich erinnere mich nicht mehr daran, auf welcher Insel das war. Ganz so wahnsinnig weit weg kann es eigentlich nicht sein. Ich meine, ich glaube, wir sind in der richtigen Region dafür. Leichter Gleitflug. Ist nix, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also man kann jedenfalls nicht sagen, dass die Map-Designer hier auf dieser Stelle nichts mehr gemacht hätten, weil sie haben definitiv diese kleinen Glöckchen hingestellt. Das heißt, hier... Upsa. Hier war definitiv noch mal jemand am Werk, der einen Gedankenprozess hatte, warum er das gemacht hat. Erinnert so ein bisschen an die asiatischen Darstellungen von klar, so ein bisschen an asiatische Filme. Klar, also das Thema hier ist relativ stark Richtung Asien, fast schon Indien, würde ich sagen. Aber das erinnert mich halt so ein bisschen an Tibet. Das war's, Tibet. An so einen buddhistischen Tempel. Ja, hier ist sonst erstmal nichts. Dann gehen wir mal in die Höhle, würde ich sagen. Gliding. Genau in die Höhle. Es ist relativ früh, wo ich gerade aufnehme. Bin noch nicht so 100% da. Egal. Was haben wir hier? Bärenzahnhöhle entdeckt. Das heißt, wir waren definitiv noch nicht hier. Dann ist das die Höhle von dem Geist. Sitzt er auch irgendwo in der Falle? Geht's ihm nicht gut? Das ist eine Tafel. Anmerkungen zu den Legenden der westlichen Stämme von Red, dem Gelehrten der Sommerinseln.
Alles im Land der Götter ist heilig. Insbesondere der Schrein, den man Leuchtturm nennt und von dem man sagt, er wäre ein Ort der Macht. Einige alte Schriften bezeichnen ihn als Haus des ersten Lichts, die Wiege der Welt, in der die alten Götter erwachten und von der aus sie das Land erkundeten. Nunmehr ist es aber ein kleiner schwarzer Turm, bestehend aus fremdartigen Obsidian, einsam und verlassen, ein Relikt in den Augen unserer Zivilisation. Ja. Ist es falsch, sich nicht um die Überbleibsel unserer Vorfahren zu kümmern? Ja, ist es falsch. Man sollte da definitiv versuchen, die Schätze der Vergangenheit zu wahren, aber sich immer vor Augen führen. Diese Dinge sind nun mal weitestgehend Vergangenheit. Und nicht alles, was früher toll war, ist heutzutage gut. Also dementsprechend nicht immer alles zu hoch halten. Aber vergessen sollte man es auch nicht. Und vor allen Dingen die Leute von damals nicht immer entmündigen und sagen, die waren alle Vollidioten. Kurz auf die Uhr gelinst. So. Wahnsinn. Nicht erschrecken. Das muss ich einmal screenshotten. Oh. Ah ne, das ist die. Okay. Jetzt wäre ich fast einfach wieder runtergesprungen. Oh je. Eins mit den Geistern. Sei willkommen, meine Dame. Es ehrt mich, dich hier empfangen zu dürfen. Du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Komm, lausche meine Geschichte. Ah, ich erinnere mich daran, als Kara noch ein Junges war. Es war ihr erster Besuch im Land der Götter. Ihr Clan war auf der Durchreise. Ich selbst war noch jung. Nicht mehr als 100 Jahre alt. Wie es der Zufall wollte, machte sie in der Nähe meines Heims Rast. Als wir uns begegneten, kam sie auf mich zu. Sie konnte noch nicht sprechen, aber sie umarmte mich und ihr Herz sprach zu mir. Jahre später kehrte sie zurück. Sie erinnerte sich an mich. An ihre ersten Erinnerungen, sagte sie. Ich bot ihr einen Pakt an, aber sie war schon im Dienste des Vogels der Donnerinseln getreten. Wir wurden jedoch gute Freunde, und nach dem großen Zerfall war ich es, der sie als erstes traf. Der Schöpfer hatte sich gespalten, um die wachsende Leere aus seinem Herzen zu verbannen. Die Welt zerfiel. Er bat Kara, die Teile seiner selbst zu beschützen. Drei mächtige Fragmente, die Leere verbannt in ein Gefängnis und noch etwas blieb. Seine Hoffnung, seine Träume und seine Liebe für die Schönheit dieser Welt. Viel Zeit verging, ehe mich Kara erneut aufsuchte. Die Welt war einmal mehr still geworden. Sie schenkte mir das, was noch geblieben war. Das Junge war so klein wie Kara, als ich sie zum ersten Mal traf. Und ihr Name war Mena. Oh. Nochmal. Ah, die Zeit vergeht so schnell. Meine Dame, ich danke für deinen Besuch. Es war mir eine Freude, für eine kurze Weile in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber die Welt ist müde geworden. Etwas fehlt, das sie einst hatte. Ich hoffe auf ein gutes Ende der Geschichte, und wie es scheint, ist noch nichts entschieden. Oh. Oh, darf ich mich zu dir legen?
Ich finde dich toll. Oh, cool. Wow. Na komm, mach den Kopf nochmal hoch. Komm. Machen wir einfach so. Warte mal, das war schön. Entschuldigung, ich bin gerade voll fasziniert. Obwohl, ich kann es ja später noch. Ich vergesse immer, dass ich das Ganze hier nochmal nacharbeite. Ja gut, das heißt, Kara hat ihr Kind an die Geister gegeben, um auf es aufzupassen, und ist dann gestorben, und die Geister haben dann quasi jemanden gefunden, der das Kind von Kara aufgezogen hat, und dann ist diese Priesterinnenkette entstanden, aus der höchstwahrscheinlich dann wir auch entstammen. Interessant. Ob das so ist, keine Ahnung. Aber wir werden sehen. So, und ich muss in diese Richtung. Oh, das war zu nah. Ich lande jetzt einmal kurz hier auf dieser Insel. Schauen wir nochmal, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Und dann mache ich auch gleich die Abmoderation. Ganz tricky. Gewieft, gewieft, gewieft. Nee, aber ich glaube, diese Insel ist bar jeden Hinweises. Wäre auch ein bisschen seltsam, wenn nach... Ich habe noch nichts gesagt. Irgendwo muss ja dieses Skelett auch noch rumliegen. Nee. Nee, hier ist nichts. Aber gut, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch ein Däumchen da lassen, aber nach unten. Seid dann aber so nett und schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich eventuell was verbessern kann. Wenn ihr neu seid, lasst mir auch gerne ein Abo da. Freue ich mich jedes Mal wieder drüber und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.